Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ja, heute ein Mann, ein geschäftsführender Gesellschafter eines Autohauses in der Nähe von München. Klaus Philipp, ja, bis 1999, und man sieht es an seiner drahtigen Art schon in den Vorgesprächen, Klaus Philipp war Phantompilot auf der F4 beim Jagdgeschwader 74 in Neuburg. Wir haben uns, und das ist bitte nochmal deutlich zu sagen, keine Despektierlichkeit, wir haben uns auf das Du geeinigt. Der Klaus ist zwar immer, trotzdem duzen wir uns. Also es ist nicht meine Art, da etwas zu übergehen. Lieber Klaus, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, auch herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich das Interview heute mit dir führen darf. Vielen Dank. Klaus, du bist ein Automobilhändler, der die Situation bereits vor Corona kennengelernt hat, was deine Situation angeht, was die Hersteller und Zulieferer angeht. Was hat die Situation jetzt ohnehin mit einer kritischen Betrachtungsweise, du hast die Welt schon vorher betrachtet und versucht, Dinge zu sondieren, was hat diese Corona-Zeit jetzt noch an Erkenntnissen gebracht? Du bist ein Betrieb, du hast Beschäftigte, du hast Verantwortung. Was hat es mit dir gemacht? Also das hat für mich die negativen Auswirkungen gehabt. Jetzt einmal für mein Unternehmen selber. Wir sind in Kurzarbeit gegangen, relativ kurzfristig. Wir mussten teilweise auch Personal entlassen, was mir wirklich sehr leid getan hat. Aber was vor allem das Schlimmste war, ist, dass die Verkaufszahlen ziemlich stark eingebrochen sind. Und inzwischen brechen uns auch die Servicezahlen ein. Das ist eigentlich schon eine Situation, die wir gerade haben, die sehr gefährlich ist. Und ich bin zwar immer ein Optimist und versuche auch immer alles optimistisch anzupacken, aber ich glaube auch, dass es sich in dem nächsten Jahr nicht großartig verbessern wird, weil die Menschen momentan einfach ein paar andere Probleme haben, als sich jetzt vielleicht um Neukauf des Fahrzeugs zu kümmern. Und wenn man mal anschaut, wie viele Menschen momentan gerade arbeitslos werden, wie viele Zulieferer auch gerade extrem reduzieren. Lufthansa-Kollegen, ehemalige Kollegen von mir, die mittlerweile auch um ihren Job bangen müssen, dann wird mir wirklich ein bisschen Angst, wie es mit der Zukunft weitergeht in meinem Unternehmen, im mittelständischen Unternehmen. Klaus, du bist nun substanziell, du führst dein Unternehmen so, dass du sagst, du kommst über die Zeit. Hat es in deiner Umgebung Liquidationen gegeben von Branchenkollegen Hat es gegeben. In den letzten 2 Jahren haben gerade im Raum München sehr viele Autohäuser geschlossen. Ich war jetzt erst vorgestern wieder, habe mir ein Autohaus angeschaut, das jetzt schließen wird. Momentan gibt es einfach viele Unternehmer, die hergehen und sagen, zum Teil haben sie keine Nachfolge, aber auch zum Teil gehen sie einfach her und sagen, ich mache das nicht mehr länger mit. Die verkaufen dann ihre Grundstücke, verdienen da eigentlich auch ein ganz gutes Geld damit, bauen dann irgendwelche Wohnhäuser drauf. Aber das waren im letzten Zeitraum, gerade auch bei Audi und VW, die Marken, die ich vertrete, waren das drei Partner in und um München, die eben die Tore geschlossen haben. Und einfach als Automobilhändler oder als Automobilunternehmen nicht mehr weitermachen. Du sagtest, es ist legitim, die verkaufen ihre Grundstücke, bauen Häuser drauf, aber im Endeffekt ist es das Thema aktives Produktivkapital zu erwirtschaften. Das heißt also nicht durch Renditen aus Mieten, Zinsen oder anderen Kapitalanlagen, sondern zu sagen, ich erwirtschafte es aus einem mittelständischen Betrieb. Und das ist, glaube ich, das, was der Bevölkerung von der Politik, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die das nicht wissen. Also ganz ehrlich, das ist nicht die Verlockung, nicht bewusst. So blöd kann man ja eigentlich nicht sein, so denke ich. Also das ist ja Wahnsinn. Aber dass man das der Bevölkerung klar macht, was es bedeutet, der Mittelstand ist die stärkste Formation in Deutschland. Ja. Bloß die Formation verdient es nicht, weil der Mittelstand auch die gespaltenste ist. Wenn du dich mit dem Mittelstand Baden-Württemberg unterhältst, sagen die, naja, aber sie sind doch aus Bayern, sie sind doch von dort. Das heißt also, wenn hier ein größeres Bündnis wäre, wäre das die stärkste Macht von denjenigen, die für Arbeit und Beschäftigung sorgen. Klaus, ich habe letztens gesehen, den Vorstandsvorsitzenden von VW, der war in der Sendung, jetzt halt mich nicht mehr, es gibt ja so viele Talksendungen. Lanz, glaube ich, irgendwann mal. Ja. Mit der Frau Neubauer. Und dann hat er sich so klein gemacht. Ich frage mich, jetzt vertritt dieser Mann einen Weltkonzern und lässt sich von der Frau Neubauer, mögen ihre Ansichten noch so sein, aber zumindest argumentativ
kam es nicht nur mir, sondern vielen Branchenkollegen so vor, wie eine Maus, der sich in das Loch zurückzieht. Ne? Und die sagt, ab und zu mal Kopf raus und da kriege ich eine drauf. Weißt du, mir fehlt irgendwo das Selbstbewusstsein. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Klaus, du bist Kenner der Materie. Wir haben doch eigentlich die modernsten Verbrennungsmotoren, die es je gab. Also das ist auch das, was ich nicht verstehe. Wir haben mit dem Dieselmotor wirklich das beste Produkt. Und ich sage mir, mittlerweile haben wir auch das NOx-Thema vom Tisch gekriegt mit der AdBlue-Einspritzung. Aber wir lassen uns irgendwie von irgendjemandem diese Dieseltechnologie madig geben. Jetzt bin ich schon jemand, verstehe mich bitte nicht falsch, Peter, der die Elektromobilität als Bestandteil der Antriebstechnologie für die Zukunft sieht. Ich sehe das durchaus. Aber ich sehe es nicht so wie unser lieber Herr Söder, der sagt, ab 2035 werden keine Fahrzeuge mehr ausgeliefert oder zugelassen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Ja, das ist doch für mich Schwachsinn. Ich kann doch nicht heute hergehen und einen so kurzen Zeitraum hernehmen und sagen, wir stellen das alles um. Das geht überhaupt nicht. Wo wollen wir denn den Strom herkriegen? Und ich kann ja nur eine Rechnung aufmachen, wie es jetzt momentan schon aktuell ist. Für ein Elektrofahrzeug, das braucht ungefähr 15 Kilowatt, wenn es ein gutes Elektroauto ist, wie der Volkswagen, 15 Kilowatt auf 100 Kilometer. Wenn ich heute an eine Schnellladestation hinfahre und ich zahle nicht so viel Geld für die Schnellladestation, dann zahle ich 50 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, ich brauche für 100 Kilometer jetzt schon zur aktuellen Zeit 7,50 Euro. Da fahre ich mit dem Diesel genauso oder sogar günstiger. Und da muss ich ganz einfach sagen, wir sind hier auf einem falschen Weg, heute all in zu gehen mit der Elektromobilität, sondern wir dürfen auf keinen Fall vernachlässigen, unsere Dieseltechnologie, die wirklich top ist, die wenig CO2 ausstößt, die mittlerweile wenig NOx ausstößt, auch wenn wir bei Volkswagen diesen Betrug begangen haben. Aber das war auch irgendwie eine gute Sache, weil wir nämlich dann hergegangen sind und den Dieselmotor wirklich vorangebracht haben. Aber wir lassen uns diesen Dieselmotor von irgendjemandem richtig madig reden und wir wissen doch noch gar nicht, diese ganzen Fahrzeuge, die unterwegs sind, die haben so einen hohen Energieverbrauch, den kann ich überhaupt nicht darstellen in der aktuellen Situation mit den Elektrizitätswerken, die wir haben. Wollen wir dann den Strom zukaufen aus den Kohlekraftwerken aus Tschechien oder aus den Atomkraftwerken aus Frankreich und aus Holland? Die Holländer wollen jetzt auch wieder welche bauen. Dort ist der Strom auch günstig. Und das andere, was mir immer so ein bisschen vergisst, was auch der Herr Söder wahrscheinlich vergisst, ist die Mineralölsteuer. Die ist ja ein wesentlicher Bestandteil für die Steuereinnahmen. Wenn die heute mal wegbrechen, was wollen Sie dann noch besteuern? Wollen Sie die Elektrizität, den Strom besteuern? Dann wird ja der Strom noch teurer. Und ich bin jemand, der hat die ganze Firma mit Photovoltaikanlagen zugekleistert, ja, weil ich ganz einfach hergehe und sage, natürlich müssen wir was für die Umwelt tun. Aber es ist für mich, ist es völlig schwachsinnig, heute herzugehen, komplett auf die Elektromobilität zu setzen und sogar unter Umständen synthetische Kraftstoffe zu vernachlässigen oder auch die Wasserstofftechnologie zu vernachlässigen und da nicht weiter zu forschen. Und da verstehe ich auch einen Dr. Dies nicht, sich da so drauf zu committen. Ich verstehe es einfach nicht. Und nochmal, ich fahre selber Elektroautos, weil es auch für mich passt. Mein Fahrprofil und wahrscheinlich deins würde auch passen für ein Elektrofahrzeug. Ja, aber es gibt ja viele Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, für die passt gar nicht. Und ich möchte die Leute dann sehen, die einen Krankenwagen rufen, ja, und dann geht ihm den Krankenwagen, geht kurz bevor er bei dir ankommt, den Herzinfarkt, geht ihm die Batterie aus. Also es gibt halt bestimmte Fahrprofile, wo wir einfach den Verbrennungsmotor weiterhin brauchen. Und natürlich könnten wir heute mal hergehen und sagen, die Schwertransporte oder die LKWs, die können wir mal mit Wasserstoff ausrüsten. Da müssen wir auch weiter forschen, da müssen wir auch weiter dranbleiben. Aber wir können doch in Gottes Namen nicht hergehen und voll 100% auf die Elektromobilität setzen. Also korrekt. Ja, so mein Klaus, also ich darf dir sagen, ich fahre einen Hybrid und ich fahre im Kurzstreckenverkehr, hat eine Reichweite von 50 Kilometern. Ich fahre alles im Kurzstreckenverkehr elektrisch. Ja, das ist super. Ja, Klaus, und jetzt ist ja Folgendes. Wir stellen uns bitte Folgendes vor, bei uns in der Nähe ist ja Schaeffler, Zulieferer Automobilindustrie. Schaeffler, die Familienväter gehen auf die Straße, weil sie erkennen, dass hier Arbeitsplätze abgebaut werden. Wir haben Conti in Aachen, wo wir erleben, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, aber eigentlich im gesamten Bundesgebiet.
hier. Und wir haben ja Bayern viele Zulieferer, aber wie gesagt, auch über das Bundesgebiet verteilt. Jetzt gibt es einen Ministerpräsidenten, der schlägt wieder mit der Keule der Angst. Ja, bis genau. 2035 keine Verbrennungsmotoren und die Zulassung. Was macht das mit jemandem? Was macht das mit jemandem, der das hört? Und ich frage mich, diese Verantwortlichen, die von uns alimentiert werden. Und da muss man ja eines sagen, wir haben in Bayern haben wir große Hersteller. Mit Audi und BMW haben wir große Hersteller. Mercedes nehmen wir auch noch mit dazu, das ist auch in Süddeutschland. Genau, ja, der chinesische Markt, danke, Klaus, der chinesische Markt und an die Zuhörer, ist so, dass der chinesische Wirtschafts- und Finanzminister gesagt hat, die E-Mobilität ist nur eine Ergänzung. Das heißt also, der hat sich jetzt nicht festgelegt bis 2035, der sagt, wir arbeiten an der E-Mobilität, aber der Verbrennungsmotor ist für uns nicht ad acta gelegt. Wir setzen weiter auf Verbrennungsmotor. Hier sage ich die Quelle, Welt am Sonntag und verschiedene Interviews vom vergangenen Sonntag, und zwar den 27. September. Das zeigt aber, wenn ich schon hier bin und sage, Moment mal, der größte Markt ist der asiatische Markt, was machen die denn? Da wäre es doch mal sinnvoll zu überlegen, ist diese Politik der EU und von Söder, also die Vorgaben auf 50%, ist denn das über, könnte das nicht kontraproduktiv sein, dass wir nämlich das, was als einzigstes, wichtigstes, was wir mit haben oder als größtes, die Autoindustrie, das wir schaffen, die kaputt zu machen? Ja, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ich denke genauso. Und auch selbst Toyota geht ja her und sagt, sie verstehen Deutschland nicht als solches nicht, heute herzugehen und zu sagen, wir setzen nur noch auf die Elektromobilität. Nochmal, wir brauchen einen Antriebsmix, da ist Wasserstoff mit dabei, da sind die synthetische Kraftstoffe mit dabei, da ist sicher auch die Elektromobilität dabei. Ja. Aber wir schaffen es ja gar nicht, diese Menge an Strom eben auch herzubekommen, um diese Fahrzeuge zu bewegen. Und die Bundeskanzlerin Merkel hat irgendwann mal gesagt, ja, wir müssen uns einsteigen in der persönlichen Mobilität. Ja, wollen wir das? Können wir das? Ist es wirtschaftlich sinnvoll, dass wir uns heute hergehen und sagen, einschränken in der Mobilität? Ich sehe es nicht so. Wir sind doch auch deswegen so ein starkes Wirtschaftsland geworden, weil wir eben die Automobilindustrie gehabt haben. Und wenn das jetzt plötzlich uns wegbricht und wegbröckelt, dann verlieren wir einen wirklichen Wirtschaftszweig und dann werden wir Riesenprobleme kriegen, weil die Arbeitslosigkeit wird immens steigen. Zusätzlich zu dem, was wir noch alles bezahlen müssen, für sonst andere Dinge. Aber da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, ja, auf die Migrationspolitik unserer Bundesregierung. Das wird, Klaus, das wird nicht das letzte Interview sein, das wir führen. Und da haben wir sicherlich sehr viele Themen, die uns betreffen. Mich macht es immer sehr nachdenklich, wenn ich sage, merken denn die Menschen nicht, Kinder, Heranwachsende, junge Eltern, Moment mal. Es ist zweifelsohne wichtig, dass ich sage, Familie, dass wir insgesamt gesehen ein Gefüge haben, wo zwischen der Arbeitswelt und dem Freizeitverhalten ein vernünftiger Ausgleich ist. Aber wenn ich dann sehe und mir Analysen anschaue, dass die Kids im Schnitt 3,5 Stunden vor solchen Dingern sitzen, und dann von Überlastung gesagt wird in vielen anderen Bereichen, da sei vielleicht, sollte man mal ein Zeitmanagement machen, um zu sagen, wo geht es denn überhaupt hin? Das passt zu dem, dass ich sage, diese Indoktrination, dass für mich immer noch zu wenige aufstehen und sagen, Moment mal, wir müssen einfach hier mal deutlich sagen, so kann es nicht weitergehen. Diejenigen, die über uns befinden und bestimmen in einer Form, wie ich sie nicht kenne, die werden von uns auch noch alimentiert bezahlt. Heißt also im Klartext, wir zahlen denen ihre Pensionen in Milliardenhöhen und gleichzeitig sagen sie, ihr habt dafür Sorge zu tragen. Und das ist etwas, ich weiß nicht, ob das beim Bürger einzigartig ist. Deswegen bin ich auch so begeisterter Zuhörer von dir oder auch deinen Themen, weil wir können das ja nicht auf uns sitzen lassen. Du, ich war 40 Jahre lang in der CSU, habe mich da engagiert, lokalpolitisch engagiert, aber ich kann diese Politik nicht mehr mittragen. Ich bin ausgetreten aus der CSU. Ich kann es nicht mehr, weil wir müssen irgendwie die Menschen wachrütteln und sagen, so kann es nicht weitergehen mit unserem Land. Es sei denn, wir geben irgendwann alle auf und dann müssen wir halt sehen, wie es weitergeht. Aber ich bin nicht der Mensch dazu. Ich bin nicht der Typ dazu. Und vielleicht noch ein Thema zu dem Handy, was du gerade eben reingezeigt hast. Ich stelle im Jahr auch das
für mein Gewerbe. Ich stelle im Jahr circa 15 Auszubildende ein. Ich bin sehr stark darin, dass ich heute hergehe und sage, ich ermögliche Auszubildenden, dass sie bei mir einen Job kriegen, dass sie mit mir was lernen können. Wenn du heute mal diese Auszubildenden in den Bewerbungsgesprächen fragst, einfach eine simple politische Frage, wer ist eigentlich unser Bundespräsident? Dann kriegst du von 90% keine Antwort dazu. Und das ist die Generation, die wir uns jetzt ranziehen. Wenn ich sie aber frage, du kannst du mir zeigen, wie ich hier eine Werbung schnell schalten kann auf Instagram, dann die können das. Aber die Frage ist immer nur, ist das zielführend für unsere Gesellschaft heute herzugehen und zu sagen, wir haben nur noch Kids, die mit den Handys rumlaufen, ja, und die sich dann auch so leicht manipulieren lassen. Und für mich ist Greta Thunberg und auch Neubauer, das sind für mich Manipulatoren ohne Ende. Und unsere Jugend, die ist so, inzwischen so, teilweise, nicht alle, ich will das nicht alle über den Kamm scheren, aber teilweise ist die wirklich so einfältig geworden, dass sie sich auch von diesen Rattenfängern fangen lassen. Und es denkt ja keiner mehr selber drüber nach. Meine Jungs habe ich ganz anders erzogen. Die sind mittlerweile im Geschäft mit mir zusammen. Ich möchte es auch irgendwann übergeben, dieses Geschäft an meine beiden Jungs. Und ich weiß, dass die das gut weiterführen werden. Aber ich wollte eigentlich schon viel früher aussteigen. Ja, ich war 40 Jahre lang Jetpilot, wie du gesagt hast. Jetzt war ich 20 Jahre lang Jetpilot. 20 Jahre lang habe ich jetzt das Automobilunternehmen geführt, sehr erfolgreich geführt auch. Und jetzt wollte ich eigentlich so ein bisschen in Ruhestand gehen und auch mal ein paar andere Sachen machen. Aber das geht momentan nicht. Das geht momentan nicht aufgrund von Corona. Diese Krise müssen wir gemeinsam bewältigen. Und es geht auch nicht, weil wir in eine wirtschaftliche Situation momentan gerade reinrutschen, weil unsere Hersteller ja auch hergehen und sagen, wir müssen schauen, dass wir Geld verdienen. Das ist, und wenn die können ja nur Geld verdienen, wenn sie uns weniger Geld geben, zum Beispiel für die Autos. Und das ist auch so ein Teufelskreis, in dem wir uns gerade befinden. Ja? Also es ist wirklich eine schlimme Situation. Und ich habe mal einen guten Freund gehabt, der sagt immer, wir leben doch, was hast du denn? Wir leben doch im besten Deutschland, in dem wir jemals gelebt haben. Dann sage ich, ja, schon, noch. Aber man sieht schon, auch jetzt vor allem durch Corona, wie das Ganze zusammenbricht und wie es bröckelt. Und ja. Für mich ist das schon eine schlimme Situation, die jetzt auf uns zukommt im nächsten Jahr. Klaus, ich merke, wir haben viele Themen. Darf ich dich zu einer Interviewreihe einladen? Gerne. Dass wir das nächste Thema, dass wir Migration und dass wir dann Jugend und Entwicklung mal sprechen, Schulen, Ausbildung und so weiter. Ich würde mich sehr freuen und ich bin ganz sicher, ich spreche im Namen unserer Zuschauerschaft. Gerne. Also sehr schön. Klaus, dann sage ich zu diesem Thema herzlichen Dank. Wir sprechen dann danach noch unsere Termine mal ab, so wie wir da zueinander kommen. Und ich sage einfach herzlichen Dank für deine Offenheit. Und ich möchte es als Aufruf betrachten an Mittelständler, egal ob sie jetzt aus der Mobilindustrie, aus der Bauwirtschaft, aus der Bereich der Agrarwirtschaft, spielt überhaupt keine Rolle. Wir alle haben ein Ziel, und zwar dieses Land lebenswert zu lassen. Dabei lassen wir nicht die Schwachen außer Acht, dabei dürfen wir aber auch die Unternehmer nicht außer Acht lassen. Klaus, wenn du da noch einen kurzen Aufruf an die Mittelständler, dass wir einfach hier in Bayern etwas gründen, dass wir in Bayern und über Deutschland, über das Bundesland hinaus, dass wir sagen, Mittelstand, meldet euch bitte bei Hallo Meinung, wir wollen was machen. Also im Prinzip müssen wir uns eigentlich alle bedanken beim Mittelstand, weil der Mittelstand sind diejenigen, die meisten Arbeitsplätze produzieren. Und ich kann eigentlich nur bitte an alle appellieren, haltet durch, haltet unseren Mittelstand hoch, versucht möglichst viele junge Menschen auszubilden, ihnen eine Möglichkeit geben der Arbeitsstelle, so dass wir eben uns da weiterentwickeln. Und ich kann einfach nur sagen, wir müssen jetzt diese schwierige Zeit auch mit Corona einfach durchstehen und wir müssen einfach dranbleiben und wir müssen die Bundesrepublik Deutschland einfach vom Mittelstand her aus stärken und wir brauchen auch die Unterstützung, weil sonst wird unser Land irgendwann komplett am Boden liegen und das wollen wir alle nicht. Also ich bitte alle dazu, weiterzumachen, durchzuhalten, Gas zu geben und wie heißt es so schön, Selbstständige sind ja selbst und ständig in der Arbeit. Du weißt es auch, Peter. Und ich kann nur sagen, ich werde noch nicht aufgeben und ich werde jetzt auch noch nicht so schnell an meine beiden Söhne übergeben, weil die mich einfach noch brauchen. Die brauchen mich momentan noch und ich hoffe, dass viele Mittelständler eben genauso denken wie ich.
Lieber Klaus Philipp, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich sage es nochmal, Phantompilot, erfolgreicher Unternehmer, und diesen Appell, den sollten wir uns doch bitte mal alle einverleihen. Es ist wirklich so. Lasst uns zusammenhalten, lasst uns was machen. Lieber Klaus, ich sage herzlichen Dank, und das war nicht das letzte Interview. Danke, Dankeschön. Dass du das Dankeschön, Peter, und ja, alles Gute dir weiterhin auch, und danke für deine Arbeit.